dann einen sehr, sehr starken für die Länder, die bereits beigetreten sind, genauso wie für die Länder, die jetzt noch diesen Prozess vor sich haben, ist der Beitritt zur Union einer der wichtigsten Faktoren, der sie vereint. Insbesondere die Erfüllung der Kriterien sind ja hierfür ausschlaggebend, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Davon gibt es drei, die sie zu erfüllen haben. Abgesehen von den wirtschaftlichen Kriterien, wie eben einer funktionierenden Marktwirtschaft oder den Kriterien des sogenannten Acquis Communautaire, der Gemeinschaftsbestand, den sie übernehmen müssen, sind insbesondere die politischen Kriterien von Bedeutung. Nur wenn sie diese erfüllen, ist ein Beitritt möglich. Und hier sind insbesondere eben die demokratischen Institutionen, der Schutz der Menschenrechte und auch der Schutz der Minderheiten die wichtigsten Faktoren. Und genau das ist der Motor, der diese Staaten dabei unterstützt hat, ihren Demokratisierungsprozess weiter voranzutreiben. Also ganz, ganz ein wesentliches Element war das. Mit Sicherheit mittel- und langfristig, das nennen wir es Regieren im Netzwerk. Das bedeutet so viel, dass wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, haben normalerweise zwei etablierte Volksparteien die Regierungsgeschäfte inne gehabt, sich abgewechselt in ihrer Verantwortung und haben Entscheidungen getroffen. Mittlerweile sind wir in einer zutiefst globalisierten Welt angekommen, in der es eine unglaubliche Vielfalt gibt in unserer Gesellschaft, die Gesellschaft sich auch selbstständig managt sozusagen, also sich selbst orientiert, in welche Richtung sie sich bewegen will und das zumeist außerhalb klassischer politischer und staatlicher Strukturen. Das heißt, die Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist für diese neuen Herausforderungen Prozesse zu finden und Wege zu finden, wie wir dieses Regieren im Netzwerk positiv umsetzen können. Kurz gesagt wären das die sogenannten Open Government Prinzipien. Also man müsste darauf achten, dass man diese langsam umsetzt, so wie es mittlerweile in einigen Staaten vorgezeigt wird, wie zum Beispiel die Open Government Initiative in den USA. Das bedeutet, dass man eben Transparenz auch wirklich lebt, nicht nur davon spricht. Das bedeutet, dass man Daten zur Verfügung stellt, diese der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellt, um daraus neue Möglichkeiten, neue innovative Entwicklungen zu erarbeiten, die sowohl der Zivilgesellschaft was bringen, aber auch genauso gut auch wieder verwendet werden können von Seiten der Politik und von Seiten der Verwaltung und die Gesellschaft insgesamt weiter voranbringen würden. Erst durch diese Open Government Prinzipien entsteht Transparenz, die diese Innovationen ermöglichen kann.